Big Bully in die Lava werfen. Los geht's. Das war nicht so gut, aber gelandet, Gott sei Dank. Dann landet man wieder in der Spielstandauswahl. Genau, aber es ist trotzdem eigentlich alles gespeichert, ne? Na, das war jetzt gemein. Das hat keine echten Konsequenzen in dem Sinn. Es ist nur slightly annoying. Na dann. Jetzt aber, Big Bully. Denn schon frisst es vorbei. Sollte nicht hier irgendwie... Kann man hier nicht surfen normalerweise? Ich kann mich nur noch erinnern, wie ich hier mit Schildkrötenpanzern durch die Gegend surfe. Und ist da nicht irgendwas drin? Ja, irgendwas ist da. Ich hab's gewusst. Ein Teleporter zu einer Flugmütze. So, Big Bully. Wo bist du? Ich glaube, da hinten. Attacke! Cool. Mario, jetzt nicht versehentlich wegfliegen. Gut. Bam, 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 bam. Werfe die Bullies in die Lava. Na dann. Jetzt haben wir den Mama-Bully getötet. Jetzt kommen die ganzen kleinen Bullies auch noch dran. Wird die komplette Bully-Population hier ausgelöscht. Ah ja, stimmt, die 8 Münzen sammeln ist auf der Map auch ziemlich easy. Also ich meine, ein bisschen, aber es geht schon. Da kann gar nicht so viel schief gehen. Das ist ein gemütlicher Stern. Ich schätze mal, ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, in Speedruns ist das wahrscheinlich so ein nimmt man mal schnell mit Abstaubstern. Der ist bestimmt in so einem Speedrun mit drin. Würde ich behaupten. Eventuell. So, aber jetzt schmeißen wir alle Bullies in die Lava. Ups. Es ist schon faszinierend, dass das immer noch ein gutes Spiel ist. Also wirklich meine ich jetzt, das ist nicht nur nostalgisch gut, das macht auch einfach noch wirklich tatsächlich echt Spaß. Das ist sehr gut gealtert, weil es eben doch sehr revolutionär war. Sehr wegweisend. So, tief liegender Mario. Suchen wir die Bullies. Muss ich Big Bully eigentlich auch nochmal in die Lava werfen? Wahrscheinlich eigentlich nicht, oder? Aber wenn wir schon hier sind, jetzt darf ich nur nicht den Stern versehentlich einsammeln. Aber der fliegt zum Glück sonst wohin. Das ist okay. Da kann er auch bleiben. Okay, Bullies, wisst ihr was? Machen wir es anders. Nein, nicht so. Ah, gut. Ah, shit. Okay. Puh, das wollte ich.
Nein! Ah! Zweit gegen ein. So trauen sie sich wieder. Typisch Bulli. Was passiert eigentlich, wenn man die stampft? Power stampft? Nix. Nicht wirklich, zumindest. So. Hallo, du da? Warum hört er denn auf? Der will nicht in meine Falle gehen. Was ist denn das für einer? Nein! Der ist klüger als die anderen beiden. Dammit! Die lernen. Die lernen dazu. Jetzt ist es soweit. Skynet ist nur noch eine Frage der Zeit. Das war anstrengend. Oh oh! Oh oh. Geschafft. Hallo Katka, wie geht's? Und Co. Katka und Co. Hi, zusammen. Here we go. Hast du auch gerade den Kampf hinter dir? Ich war vorher eh kurz in deinem Stream noch mit drin. Ich habe nur nichts gesagt. Tanze auf dem Baumstamm. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich noch genau erinnern, wie mindblown ich war, dass der Vulkan da hinten ein riesiges Level ist, wenn man reingeht. Also verhältnismäßig. Da war ich wirklich so, what? Damals. Gute alte Zeiten. Da waren wir noch leicht zu beeindrucken. Hier sind auch noch Bullies. Nanu, die musste ich vorher für meine Töte alle Bullies-Quest gar nicht killen. Macht's gut, ihr Trottel. Für irgendeine Quest muss man hierher. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht wann. Ich weiß nicht wo. Vielleicht jetzt. Anscheinend jetzt. Cool. Da könnte man sich auch die Flugmütze holen, ne? Dann ist das wahrscheinlich sehr viel leichter hier. Nein, Mario. Nein. Nein. Genau. Oh Gott, der wird schnell. Huh. Er ist viel schneller, als ich dachte. Ich dachte, so ein großer Baumstamm ist ein bisschen träger. Mario, nein, tu es nicht. Okay, gut. Alles gut. Glück gehabt. Na dann, mach's gut, Gloro. Gute Nacht. Bis demnächst. So, brauchen wir doch vier, ne? Hm, ganz schön viel. Also ich meine, nicht wirklich, aber verhältnismäßig. Erkunde den Vulkan. Ah ja, jetzt. Ich verstehe immer noch nicht, warum hier keine Schildkröte ist. Ist ja hier drin jetzt der Panzer? Ja! Darauf warte ich mein ganzes Leben. Das ist so awesome. Es ist wirklich. Das hätte ich beinahe übersehen. Na, weißt du was? Dann halt nicht. Sehr gut. Da gab es in Castlevania 64 so einen einstürzenden Glockenturm. Der hat mich gerade ziemlich an das erinnert.
Und der war ein Albtraum. Das nicht, das war okay. Der Vulkan ist okay. Was übel war, vom N64 Original auf die All-Star Edition zu Switch. Da ist viel invertiert und der Stick ist echt empfindlich, oder wie? Den Glockenturm gibt es doch in Mario 64 auch. Ah ja, genau, aber den Glockenturm meine ich nicht. Ich meine wirklich... Ah ja, stimmt, das Level gibt es ja auch noch. Ich meine wirklich den einstürzenden Glockenturm. Aber ich glaube, den gab es nur im zweiten Castlevania für den N64. Das, wo man dann so ein Werwolf ist. Wo sie ganz viel vom ersten Castlevania 64 recycelt haben. Kletter auf Nessies Rücken. Das war für mich damals eindeutig Labras. Jeder, der was anderes behauptet hat, hat gelogen. Ich glaube, hier bin ich nicht richtig. Oh, Stinky. Stinky Gas. Das ist so ein Labyrinth hier, das Level. Habe ich nie verstanden. Habe ich damals schon als Kind nie gecheckt, wie das genau funktioniert. Bin einfach immer planlos durch die Gegend gelaufen, bis ich das gefunden habe, was ich gesucht habe. Und es hat funktioniert. Okay, ich bin hier. Eventuell, wenn ich da lang gehe, komme ich jetzt zu dem Loch, wo ich eigentlich hin will. Moment mal, ich bin schon unten im Loch. Verdammt. Dann weiß ich gar nicht, wo ich hin will, glaube ich. Aha! Will ich da rein? Will ich da runter? Oder sind wir dann tot? Eventuell sind wir dann tot, ne? Bin mir nicht sicher. Geh mal lieber da lang. Hast du eben beim Schneelevel auch so geflucht? Nee, eigentlich nicht. Das ging ganz smooth. Ich habe aber auch nicht viel gemacht in dem Schneelevel. Ich habe das Rennen gegen den Pinguin gemacht, habe den Baby-Pinguin heimgebracht. Das ging ganz okay eigentlich. Man muss ja da immer nur bergab. Aber wenn man mal unten ist, wieder hochkommen, das ist das Problem. Okay, ich glaube, wir sind richtig. Jetzt müssen wir nur noch Labras finden. Da ist es. Nur den komischen Panzer hat es verloren. Wie war das gleich nochmal? Konnte man nicht mit dem interagieren? Hat der nicht was gemacht, wenn man gestampft hat oder so? Oh ja, aber das ist ja furchtbar. Das klingt ja richtig schmerzhaft. Also das klingt nach Schmerzen, was das Ding da macht. So. Aber Mario ist ja als Tierquäler bekannt, ne? Beim nie erschienenen Donkey Kong 2, das ja dann quasi nochmal umgebaut wurde, war er ja quasi so Zirkusdompteur mit einer Peitsche, der Donkey Kong immer ausgepeitscht hat. Aber das war ein Prototyp, der ist nie erschienen. Na gut, die letzten zwei Sterne will ich mir... Ich will nicht in das Level. Ich glaube, das mag ich am allerwenigsten. Da gehe ich lieber nochmal ins Feuerlevel. Gewinne im Vulkan an Höhe. Okay, weiß ich nicht mehr, ist egal. Oh, ich hätte gedacht, es könnte funktionieren. So, gewinnen wir hier mal an Höhe.
ob es hier bei dieser Falltür, also dieser Quetschwand, irgendwie eine coole Strategie gibt. Kann man da ganz schnell durchglitschen noch oder fällt man einfach runter und ist dann tot. Wer weiß. Ich glaube nicht. Ich glaube, man muss hier warten, oder? Ich denke schon. So, und jetzt hier ein bisschen vorsichtig und langsam und gemütlich. Nichts überstürzen, Mario. Wir haben noch Zeit. Oh mein Gott. Nein! Sehr schön. Hey, war das nicht in Mario 64, dass Mario dann auch automatisch rennt, wenn er am Hintern brennt und man quasi zwar noch lenken kann, wohin er rennt, aber man kann ihn nicht bremsen? Aber vielleicht nur, wenn er Bodenkontakt hat, wenn er angezündet wird, ne? Dachte schon, dass das auch hier war. Aber vielleicht war es auch ein anderes Mario. Oder ein ganz anderes Spiel. Alles ist möglich. Du blöder Bulli. Jetzt komm her, Mann. Gibt's ja wohl nicht. Ha! Dem haben wir es gezeigt. Er kommt nicht mehr heim zu seinen Bulli-Kindern. Oh, ich habe hier immer von der Perspektive her so Angst. Da habe ich so Prince of Persia-Flashbacks. Da wusste ich es auch immer nicht. Ah, warte mal, da drüben habe ich den Stern gerade gesehen. Da war es teilweise auch echt schwer einzuschätzen. Die Entfernungen. Aha, was ist denn hier los? Okay. Aha. Naja, gut. Ich befürchte, jetzt sterbe ich halt erstmal. Was sagt ihr denn zu dem Prince of Persia Remaster? Ich meine, grundsätzlich finde ich das cool, dass das remastert wird, weil das mochte ich sehr gerne. Aber ob das gut wird, ey, ich weiß es nicht. Es sieht nicht sehr fantastisch aus. Kann man, glaube ich, sagen. So, wie komme ich denn da hin, bitte? Aha. Nee, warte mal. Nö. Ja, also... Hä? Werden wir schon finden. Das sieht doch vielversprechend aus. Bitteschön, fahren wir los. Ich dachte erst, das sind diese kleinen, feuerspuckenden Gegner. Die sehen nämlich fast genauso aus. Wie die Plattformbommel. Oh, Gott sei Dank, ey. So Sprünge sind immer echt ziemlich mies. Nein! Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo wir hin müssen. Das dürfte die Sache beschleunigen. Das war jetzt echt gemein hier, die Kamera. Ich konnte ja auch nicht drehen. Das hat die ganze Zeit nur gemacht. Ach was, das ist ja nett. Darf ich gleich wieder im Vulkan anfangen? Das ist ein Service. Dann ist es noch viel weniger problematisch, als ich dachte. Ein nettes Spiel.
Puh, nein! Ein blödes Spiel. Ein böses, hinterhältiges Spiel. Und jetzt die Plattform wenigstens wieder, bitte. Ja, gut. Ach, komm schon. Anscheinend kann man sich in Mario 64 wohl nicht an sich bewegende Plattformen hängen. Wirkt zumindest so. Na, lieber mit Anlauf dann, ne? So. Eddie, danke fürs Subscriben. Hallo. Willkommen. Oh Gott, ich bin schon bei der Stange. Puh. Oh Gott. Ist das mies. Das gibt's doch nicht. Die Plattform ist auch noch winzig. Eigentlich ganz nett, die Idee, dass Mario so schnaufen muss, wenn er so wenig Lebensenergie hat. Das ist weniger nervig, aber genauso deutlich wie bei Ocarina of Time oder bei den Zelda-Spielen allgemein, dieses Geblinke die ganze Zeit. Aber würde zu einem Zelda nicht so gut passen, muss man schon sagen. Wenn Link auf einmal zu schnauben anfängt. Kommt immer drauf an, zu tun Link wird es vielleicht passen. Ach ja. Ich bin ja schon gespannt. Wer hat's angesprochen im letzten Stream? Ich habe mir da jetzt mal ein bisschen was dazu angeguckt. Die angebliche Zelda-Serie, die Netflix da schon wieder aushandeln will mit Nintendo angeblich. Ist nicht das erste Mal, dass solche Gerüchte in Umlauf sind. Und ich bin skeptisch. Aber interessant wäre es ja schon. Hätte nur ein bisschen Angst. Auch. Ah. Mario, was tust du? Warum? Warum machst du mich so fertig? Na gut. Jedes Mal ein Schrittchen weiter. Beep, beatet, beep. Angeblich laut diesen Gerüchten soll der Spider-Man-Schauspieler, der aktuelle, mir fällt sein Name nicht ein, der Homecoming-Spider-Man-Schauspieler dann die Hauptrolle spielen. Ich meine, warum nicht, ne? Würde funktionieren schon, glaube ich, als Link, aber... Ah, es ist wahrscheinlich keine gute Idee. Ich habe mir heute die ersten zwei Folgen von der Dragon's Dogma-Serie auf Netflix angeguckt und ich bin nicht gerade begeistert. Nein, ich glaub's echt nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich bin skeptisch, ob das noch was wird. Ich finde vor allem schon alleine den Animationsstil wirklich hässlich, leider. Also mir gefällt das grundsätzlich nicht, wenn so Anime so mit Computer gemacht sind. Ich nenne es Cell-Shading, weil mir bessere Begrifflichkeiten dafür fehlen. Aber das finde ich schon nicht schön einfach. Und die Serie ist auch zusätzlich nicht schön, leider, finde ich. Auch innerhalb dieses Stils ist es nicht die schönste. Okay, man kann sich doch an Plattformen hängen, an sich bewegende. Und dabei mag ich ja Dragon's Dogma echt gern. Na, vielleicht mag ich deswegen auch den Anime nicht. Kann schon sein. So, jetzt aber. Verdammt nochmal. Dass ich wirklich oben bei diesen drei kleinen Plattformen dauernd runterfalle. Was ist denn da los? Die sehen nicht so aus, als wären die Löcher so groß. Also zumindest sind die Plattformen größer als die Löcher dazwischen. Da muss man schon gut zielen, dass man da durchpasst. Aber ich krieg das hin. Ich glaube, egal wie sie es machen, bei Zelda wird nie annähernd was rauskommen, was den Fans zusagt. Das glaube ich auch schon alleine deswegen, weil ich nicht weiß, wie man einen stummen Protagonisten anständig in eine Serie anbauen will, ohne dass man dem
zu viel Persönlichkeit gibt. Und dadurch wird dann ein Teil der Fans auf jeden Fall abgeschreckt sein. Weil die Persönlichkeit halt... Ne, jeder hat halt seinen eigenen Link im Kopf. Das kann nicht gut gehen. Mario, was machst du? Ja. Gut. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ah ja, wir haben schon alle. Schade. Ich mag die Map eigentlich. Ich meine, ich könnte noch alle 100 Münzen und so, aber nö. Machen wir lieber hier noch was Gemütliches. Was haben wir denn im ersten Level noch so? Haben wir, glaube ich, nicht alles gemacht, oder? Ach so, doch, haben wir. Oh. Ich meine, hier könnten wir 100 Münzen sammeln. Ja, das ist einfach, in der Welt fühle ich mich zu Hause. Ich habe hier sehr viel Zeit verbracht früher in meiner Kindheit. Hier halte ich mich gern auf. Ah ja, die Bomben droppen auch Münzen, wenn sie sterben, ne? Könnte man schon auch nutzen. Einsammeln sollte ich sie halt noch. Das wird helfen. Okay, die fliegen bei weitem nicht so weit, wie ich dachte. Okay, dann lassen wir es halt. Gibt's in der Map nicht auch irgendwo Fünfer? So blaue Münzen. War das gerade nicht stylisch, ey? Verdammt! Das war gut. Wünschte, es wäre Absicht gewesen. Ach so, da kriegt man sonst keine mehr. Na gut, okay. Ne, auch hier dieses um diese Dinger rumlaufen. Das ist auch so ein, hier, guck mal, unser 3D-Stick, was man mit dem nicht Tolles machen kann, Feature. Bin ich mir ziemlich sicher, dass die das nur deswegen eingebaut haben, damit man sieht, was für tolle Kreise man jetzt mit deren tollen 3D-Stick laufen kann. Oh, die nehmen wir schon mit. Jetzt wäre die Mission, dass wir uns oben durch die Ringe schießen, viel, viel, viel leichter mit Flugmütze. Aber die hatten wir halt damals noch nicht. Wir haben es noch auf die harte Tour gemacht. Wie echte Kerle. Thank you.
Der graue Nebel, den gab es beim N64 nicht. Welchen, wo denn der graue Nebel? Das würde mich interessieren. Ja, da haben wir vorher schon drüber philosophiert, was genau das jetzt ist, weil irgendwie, also zumindest was ich im Chat immer gelesen habe, ist, dass es ja scheinbar schon irgendwie emuliert wird, dass der Emulator aber neue Texturen reindrückt in das Ganze. Und ob das jetzt dann als Remaster gilt, weil es ist ja was verändert. Der Nebel in der Entfernung, aha, okay, wirklich komisch, ne? Schauen wir mal hier. Das wollte ich nicht, aber ist okay. Ah, Moment mal. Gut. Die brauchen wir. Man muss sich wirklich manchmal, wenn die Kamera in dem Spiel wieder super stur ist und man nicht versteht warum, muss man sich wirklich vor Augen halten, dass das damals eine ziemlich geile, revolutionäre, funktionierende Kamera war. Im Vergleich zu dem, was man da sonst hatte, war das der Wahnsinn. Nur aus heutiger Sicht ist sie manchmal ein bisschen sehr stur. Ah, wenn ich nicht springe, kann ich die im Grunde weiterwerfen, ne? Oder vielleicht genauso weit? Ich bin mir nicht sicher. Was soll denn das? Meinheit. Au. Ah, da ist zumindest noch eine rote unten, ne? Waren es nur noch 7. Na gut, dann gehe ich noch zu dem Gegnerhaufen, der da normalerweise steht. Und dann holen wir uns den 100-Münzen-Stern. Here we go! Ja. Speichern. Ach so, da verlässt man das Spiel gar nicht, wenn man die 100-Münzen-Sterne sammelt. Zack, bloß. Dann kann man das hier zum Beispiel super mit den 8 roten Münzen verbinden. Okay. Wusste ich gar nicht mehr.